Hallo ihr lieben Kaninchenliebhaber. Ja, in meinem letzten Video haben mich ja einige gefragt, wie wir diese Buddelbox gebaut haben. Und deswegen zeige ich euch in dem jetzigen Video, wie wir eine gebaut haben. Und zwar die hier. Die sind etwa doppelt so groß wie die, weil die kleinere ist halt für Two-Face genau richtig von der Größe her. Aber für die großen Kaninchen sollte man dann schon eine etwas größere Buddelbox nehmen. Deswegen habe ich jetzt hier eine größere Box besorgt und ja, wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr jetzt im Video. Und ja, hier fehlt nur noch die Einstreu. Also ich bin mir noch nicht sicher, was ich reinpacke, weil die gerne mal da reinpullern. Und deswegen muss ich noch überlegen, ob ich da Erde aus dem Garten vielleicht einfach reinpacke und dann ja mal schauen. Also Sand geht bei meinen leider nicht so gut. Bei Two Face habe ich hier so eine tolle Einstreu genommen. Das ist so ein Waldboden und das funktioniert, also so ein Waldbodeneinstreu habe ich ganz dick reingemacht und das funktioniert bei ihm super. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und alles weitere erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Bevor ihr mit der Buddelbox anfangt, solltet ihr euch erstmal überlegen, was für eine Größe ihr braucht. Also je nachdem, wie groß eure Kaninchen sind, müsst ihr natürlich schauen, dass die Buddelbox dem angepasst wird. Wir haben jetzt bei IKEA die größte Sammlerbox, die es gibt, gekauft. Da kann man dann auch noch den Deckel zu besorgen. Und ja, genau. Also die ist eigentlich sehr groß für Riesen. Wenn ihr kleinere Kaninchen habt, dann könnt ihr natürlich auch die kleineren Boxen nehmen. Aber so eine große Box ist halt schon als Buddelbox ideal. Um den Einstieg möglichst verletzungsfrei zu halten, solltet ihr dann Rundhölzer besorgen. Also diese halbrunden Hölzer, um die halt um den Einstieg sozusagen festzuschrauben. Das ist dann sehr gut natürlich, dass die Kaninchen sich nicht verletzen können. Und klar, die können natürlich auch, wenn sie mögen, ein bisschen dran knabbern. Ne? Dann knabbern die nicht direkt das Plastik an. Genau, als erstes müsst ihr dann natürlich schauen, wie groß der Einstieg werden soll. Den solltet ihr auch an die Größe eurer Kaninchen anpassen. Das heißt, für Riesen sollte man natürlich schon einen großen Einstieg wählen. Und für Zwerge kann man den Einstieg natürlich ein bisschen kleiner halten. Wichtig ist, nachdem ihr das angezeichnet habt, dass ihr dann mit dem Bohrer tatsächlich alle vier Ecken sozusagen vorbohrt. Denn wenn ihr später sägt, könnt ihr natürlich schlecht um die Ecke sägen. Deswegen auf jeden Fall mit dem Bohrer alle vier Ecken vorbohren. Wenn ihr die Löcher vorgebohrt habt, dann sollte das ungefähr so aussehen. Und dann schnappt ihr euch eine kleine Pucki-Säge und macht da dann das Sägeblatt ab. Das Problem ist nämlich leider, dass zumindest bei den großen Boxen man nicht mit der Pucki-Säge arbeiten kann, weil die einfach nicht da durchpasst. Es klappt aber eigentlich ganz gut, das mit dem Sägeblatt zu machen. Das ist halt eine etwas aufwendigere Arbeit und es ist auch tatsächlich nicht schlimm, wenn das nicht total gerade ist, sondern ein paar Wellen drin sind. Ne, das ist gar kein Problem, weil da kommt ja später eh die Verkleidung drüber. Also ihr seht das auch bei uns, sieht das erstmal ein bisschen wellig aus. Und das ist gar kein Problem, weil ihr da ja nachhinterher da das Holz sozusagen drüber packt. Und genau, um euch vor Verletzungsschutz zu schützen, während ihr bastelt, solltet ihr das Ganze dann noch, man nennt das entgraten, das heißt also die überstehenden scharfen Plastikstückchen abfeilen mit einer groben Feile, sodass es einfach nicht mehr scharfkantig ist. Und genau, danach solltet ihr natürlich das ganze Mikroplastik, was dabei entsteht, aufsaugen und nicht irgendwie im gesamten Kaninchenbereich verteilen. Und das Ganze dann natürlich im Plastikmüll entsorgen. Das ist ein bisschen blöd, dass da so viel Mikroplastik bei anfällt beim Sägen, aber wie gesagt, ne, einfach mit dem Sauger das Ganze mal eben schnell wegsaugen. Für den Rahmen braucht ihr jetzt ein bisschen Geometriekenntnisse, denn wir wollen den Rahmen natürlich gerne so anbringen, dass er wirklich fließend ineinander übergeht. Und dazu müsst ihr im 45-Grad-Winkel tatsächlich die Latten erstmal zuschneiden. Das heißt, dass ihr euch am besten ein Geodreieck besorgt und damit dann 45 Grad ausmisst. Es muss nicht hundertprozentig perfekt sein, aber dadurch kann man dann natürlich die einzelnen Latten so miteinander verbinden, dass keine Lücke entsteht. Es sieht einfach viel schöner aus und es ist natürlich auch keine Verletzungsgefahr mehr vorhanden. Wichtig ist, dass ihr das natürlich mit allen Bestandteilen macht. Das heißt, ihr braucht zwei kurze und ihr braucht zwei lange Latten. Und genau, also dass ihr die dann alle tatsächlich so zusägt in dem 45-Grad-Winkel. Und so sieht das dann aus. Ne, von jedem zwei
für jede Seite zwei zugeschnittene Hölzerchen. Ne? Also einmal für die kurzen Seiten haben wir hier jetzt vier und für die langen Seiten haben wir auch vier. Und jetzt zeigen wir euch auch dann schon direkt, wie das aussehen muss. Und wie ihr seht, wenn man das im 45-Grad-Winkel schneidet, dann habt ihr wie einen Bilderrahmen, ne? Ohne irgendwelche Lücken, und so soll es auch aussehen. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch wirklich diese Rundhölzer, also diese halbrunden Hölzer holt. Ne? Also mit denen funktioniert das am besten, weil wir die ja gleich auch noch zusammenschrauben müssen. Als nächstes bohrt ihr natürlich die Löcherchen vor, um die gleich miteinander zu verschrauben. Wichtig ist hierbei darauf zu achten, dass die Schraube natürlich von innen angebracht wird, weil es von außen sieht es ja auch nicht schön aus. Und genau, dass ihr die Innenseiten sozusagen anbohrt. Die Außenseiten müsst ihr natürlich dann nicht anbohren. Dann, wenn ihr das vorgebohrt habt, nutzt ihr am besten dann noch den Senker. Den habe ich ja auch schon in einigen Videos benutzt. Der ist einfach dafür da, damit die Schraube nicht rausguckt, sondern so tief wie möglich versenkt wird und ja, auch da kein Verletzungsrisiko besteht. So sollte das Ganze dann aussehen, wenn ihr fertig seid. Wirklich nur die vier Teile vorbohren, nicht die Teile, die außen dann angebracht werden. Ne, weil ihr müsst ja von innen sozusagen bohren und dann müsst ihr nur die innenliegenden Hölzerchen vorbohren. Wenn ihr das Ganze jetzt anbringt, müsst ihr darauf natürlich achten. Erstmal, dass es so sitzt, ne, wie ihr es gerne haben möchtet. Also ruhig ein bisschen Geduld mitbringen, bevor ihr jetzt drauf losbohrt, dass es wirklich miteinander hält. Am besten nehmt ihr dann schon mal die Schraube und schraubt es schon mal vor, damit zumindest die innenliegende Latte nicht wegfliegen kann. Und wichtig ist auch, dass ihr das Plastik mit reinbohrt. Das heißt, nicht nur die Hölzerchen miteinander verbinden, sondern auch das Plastik, ne, mitbohren. Weil wenn ihr das nur mit den Hölzern sozusagen befestigt, also die sozusagen reinklemmt, dann kann es immer sein, wenn die Kaninchen dran nagen oder dran ziehen, dass es abgeht. Deswegen auf jeden Fall mit in die Box reinbohren. Ganz wichtig dabei noch, dass ihr nicht plötzlich richtig festbohrt, sondern ganz vorsichtig das Ganze macht. Schön langsam den Bohrer einstellen, dass es schön langsam sozusagen die Schraube reingeht, ohne dass jetzt irgendwas zersplittert. Ja, und so soll das Ganze dann aussehen, wenn es fertig ist. Also ihr seht, von dem scharfkantigen Rahmen des Plastiks ist nichts mehr zu sehen. So soll es sein. Die Kaninchen können reinhüpfen, ohne sich zu verletzen, und es ist auch groß genug. Jetzt könnt ihr natürlich noch überlegen, ob ihr vielleicht den Untergrund noch ein bisschen anpasst. Also ich habe das mit alten Fliesen gemacht, die wir noch im Keller hatten. Und da nehmt ihr natürlich die Unterseite, weil die ist schön rau. Und ja, dann könnt ihr die nämlich tatsächlich auch noch auf den Boden legen. Und das ist natürlich super für den Krallenabrieb, ne? Wenn die darin eh graben und buddeln und dann noch auf die Fliese treffen anstatt auf das Plastik, dann werden die Krallen auch noch gleichzeitig ein bisschen abgenutzt. Wichtig ist, dass ihr natürlich guckt, nicht alle Fliesen passen perfekt. Deswegen haben wir dann geguckt, dass wir einfach doppellagig die Fliesen reinlegen, damit einfach alles komplett mit Fliesen bedeckt ist. Falls ihr keine Fliesen zu Hause habt, könnt ihr auch gerne mal im Baumarkt nachfragen. Manche Baumärkte sind nämlich so kulant und geben einem Testfliesen, wenn man einfach fragt, ob man so eine Musterfliese haben kann. Dann geben manche Baumärkte die auch umsonst raus. Ansonsten braucht ihr auch nicht viele Fliesen, ne? Das wird dann nicht teuer werden, wenn ihr jetzt zwei, drei Fliesen kaufen müsst. Ne, nur mal so als Idee, falls eure Süßen eh in der Wohnung leben und jetzt nicht groß ihre Krallen abnutzen können, dann wäre das natürlich eine super Möglichkeit der Krallenabnutzung. Genau, jetzt fehlt natürlich noch das Wichtigste bei der Buddelbox, nämlich das Innenleben. Und ja, da bin ich noch am Überlegen, was rein muss, weil, ja, wie ihr schon im Intro gehört habt, also Sand oder so können wir leider nicht benutzen, weil die nämlich direkt da reinpinkeln. Hier seht ihr auch schon mal Clean, der ist natürlich der Neugierigste von allen und der hat sich das Ganze schon mal angeguckt. Und wie ihr seht, der passt da super rein. Nur der passt auch gut durch den Durchgang durch, passt perfekt. Und ja, ich bin mal gespannt. Also ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten über Instagram, was wir denn jetzt letztendlich als Buddelbox-Füllung genutzt haben. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir wahrscheinlich wirklich
Erde aus dem Garten holen werden oder vielleicht ein bisschen Rindenmulch vermischen, ne? Und dann, ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr es auch nachgebastelt habt und was ihr vielleicht als Füllung benutzt habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald!